Die Breitbandstrategie der österreichischen Bundesregierung besagt, dass bis Ende 2025 jedes Bundesland in einem Netz mit bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde surfen können soll. Mit dem Glasfaserausbau und der Einführung einer neuen Technologie für das Telekomnetz erreicht die Salzburger AG dieses Ziel bereits 2023. Die Green Tech Company Salzburger AG bietet jetzt ja schon das allerbeste digitale Internet, das beste Netz an, und wir wollen hier weiterhin auch in der Technologie die Nachhaltigkeit ganz, ganz stark hervorheben und damit auch unseren Kundinnen und Kunden das grüne Netz sozusagen, die grüne Internetlandschaft zur Verfügung stellen. Durch die Aufrüstung des Kabel-TV-Netzes auf DOCSIS 3.1 wurde das Netz gigabitfähig gemacht. Ab 2023 können somit 80% aller Haushalte im Bundesland Salzburg mit 1 Gigabit schnellem Internet versorgt werden. 1 Gigabit pro Sekunde, was heißt das? Sie können einen HD-Spielfilm, der 90 Minuten dauert, in 90 Sekunden downloaden, um ihn dann zu streamen. Sie können bis zu 40 Teilnehmer gleichzeitig streamen, oder Sie können bis zu 100 Teilnehmer gleichzeitig an Videokonferenzen teilnehmen. Das heißt, das 1 Gigabit-Produkt ist auch für Gewerbe und Industrie, kleinere Industriebetriebe geeignet. Mit 18. Oktober launcht die Salzburger AG ihre neuen, noch schnelleren Cablelink-Produkte für Privat- und Businesskunden. Dabei glänzt die Green Tech Company zusätzlich mit Bestnoten. Das Qualitätsversprechen der Salzburger AG im Internetbereich ist tatsächlich, und das wissen wir jetzt seit einigen Wochen auch amtlich, ein durchaus haltbares und jetzt auch vom Connect-Test, einem sehr umfangreichen Breitband-Internet-Test, auch bestätigt. Wir haben das beste Internet in Salzburg, wir haben das beste Internet sogar in ganz Österreich. Und mit mehr als 100 FTTH-Knoten möchte die Salzburger AG bereits Ende 2022 mehr als 40.000 Salzburger Haushalten superschnelles Internet ermöglichen.